Ihr Lieben, heute am Beginn der Karwoche spüren wir noch die Hoffnung, die uns Menschen beseelen kann. Als Jesus in Jerusalem einzieht, jubeln die Menschen ihm zu: Hosianna, hilf uns, Jesus, du, der du kommst im Namen Gottes, du König Israels, hilf uns, Hosianna. Ja, Jesus, der so vielen half und so viele heilte, er sollte nun auch in Jerusalem Großes tun. Doch diese Hoffnung erfüllte sich vorerst nicht. Ja, dennoch, die Karwoche ist von Hoffnung gesäumt. Palmsonntag und Ostern liegen um sie herum wie ein Rahmen guter Hoffnung. Ja, ein Rahmen der Hoffnung, die Karwoche erträglich machen. Ja, und dieser Rahmen verweist uns darauf, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. Wir sind Hoffnungsmenschen. Der Grund unserer Hoffnung ist allein Jesus. Und sein Geist wirkt in diesen Tagen besonders auf andere, wenn wir auf sie Acht geben. Ja, da sind die vielen, die nachdenken, wer könnte jetzt einen Anruf, meine Zeit brauchen? Wem kann ich beim Einkaufen helfen? Für wen kann ich beten? Ja, wir alle brauchen Hoffnung und Zuversicht in diesen Tagen. Wir sind bedroht und fürchten uns vor dem eigenen Tod, der einsam sein könnte, und dem Tod unserer Lieben, den wir vielleicht nicht verhindern können. Ja, wir sorgen uns um unsere Existenz und wie die Welt wohl nach diesem Shutdown aussehen mag. Gleichzeitig schauen wir aber auch auf die Menschen, die beharrlich an der Hoffnung für die Welt festhalten. Die, die das Leid der Geflüchteten erinnern, die, die weiterhin dem Rechtsextremismus in unserem Land entgegenwirken und denen, die für die vielen an häuslicher Gewalt Leidenden ihre Stimme gerade in diesen Tagen erheben. Wir dürfen niemanden vergessen, denn der Hoffnungsschimmer Gottes leuchtet für jeden seiner geliebten Kinder. Jesus steht bei einer jeden, die leidet, und spricht auch heute noch sein altvertrautes "Fürchte dich nicht" in unser Herz. Daran lasst uns gerade in diesen erschreckenden Tagen uns gegenseitig immer wieder erinnern und die Hoffnung in unserer Welt wachhalten. Und als Zeichen dafür haben wir gute Trost- und Hoffnungsworte auf Steine geschrieben, die ihr nun vor Emmaus und vor der reformierten Kirche in einem Korb findet. Solche Steine, da steht drauf: gesegnet, Freude, Lachen, gehalten, geliebt, Trost, Kraft und vieles mehr, was wir in diesen Tagen an Hoffnung und Gutem brauchen. Ein gutes Wort für jeden. Ja, ihr könnt vielleicht euch einen Stein dort abholen, für dich selber oder zum Weiterschenken an einen Menschen, der jetzt ein gutes Wort braucht. Oder ihr könnt auch einen Hoffnungsstein mitnehmen und irgendwo im Dorf am Wegesrand hinlegen, in der Hoffnung und in dem Vertrauen, dass ein Mensch, der euch vielleicht noch fremd ist, ein gutes Wort zur rechten Zeit findet am Wegesrand. Oder vielleicht hast du auch ein eigenes, persönliches Hoffnungswort. Das kannst du auf deinen Stein schreiben und entweder im Dorf niederlegen oder jemanden weiterschenken. Wie auch immer, lasst uns die Hoffnungsworte teilen. Und ich bin gespannt, wo mir die Hoffnungssteine in den kommenden Tagen begegnen werden. Und so möchte ich meinen Impuls noch mit einem Gebet abschließen. All das Schwere, was wie ein Stein auf meinem Herz liegt, Gott sagen, und vielleicht bleibt ihr ja noch dran und betet mit mir. Ja, Gott, wir sind so angewiesen auf Hoffnung und dein gutes Wort. Sieh an deine Welt und uns Menschen,
So viel Schrecken breitet sich aus, so viele sterben in diesen Tagen. Die ganze Welt scheint aus den Fugen geraten, vieles Vertraute ist momentan nicht mehr. Wir bitten dich, Gott, behüte uns in der Karwoche und besonders, wenn uns unsere eigene Leidenszeit einholt. Sei da mit deinem Wort, sei da in lieben Menschen, sei da mittendrin in unserem Leben und Leiden. Sei bei denen, die trotz allem Grund zur Freude haben in diesen Tagen, und sei bei den Einsamen, den Kranken und Sterbenden. Gib Trost und Kraft, Gott, allen, die helfen, wo sie können. Amen. Und so wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt behütet und bis zum Wiedersehen. Tschüss.